Das war knapp. Wenn das Auto nicht gebremst hätte, hätte es vielleicht getroffen und vielleicht auch jemand verletzt worden. Seit 2010 haben sich in der Schweiz die Unfälle beim Rückwärtsfahren fast verdoppelt. Von etwa 3.700 auf über 6.000. Und das, obwohl immer mehr Fahrzeuge Rückfahrkamera und Parksensoren an Bord haben. Um einen wirklichen Schutz zu haben, braucht es aber einen Notbremsassistent beim Rückwärtsfahren. Die Sicht nach hinten erfolgt nicht über die Rückfahrkamera, sondern über einen Radar. Beim MX-30 hat der Radar nach hinten ein Sichtfeld von 270 Grad. Also nochmals breiter als das menschliche Sichtfeld. Die Module senden elektromagnetische Wellen aus und anhand davon, wie diese zurückgeworfen werden, erkennt das Fahrzeug, ob etwas im Weg ist oder nicht. Systeme mit Kameras arbeiten mit einer Software, die die gewonnenen Bilder interpretiert. Je nach Lichtverhältnis klingt das besser oder schlechter. Im Radar gibt es das Problem nicht. Bei Autos wie dem mit einem System der neuesten Generation erkennt der Radar alles bis etwa zu der Größe einer Katze. Doch trotz aller Technik den guten alten Blick nach hinten nicht vergessen. Die Fahrerin oder der Fahrer bleiben immer in der Verantwortung.